Ja, hallihallo. Willkommen zurück bei Let's Play The Simpsons Springfield. Mit mega lautem Ton, okay. Und weiter geht's mal wieder natürlich mit unseren Bauvorhaben, die wir noch so haben, beziehungsweise mal gucken, was noch so ansteht. Natürlich müssen wir den Hafen noch vergrößern, dafür wir... Ach, ja, schau. Gucken wir mal. Diese Geschichte von Katastrophe und Untergang muss ein bisschen aufgepeppt werden. Mr. Brockman, gibt es ein Buch, das Ihnen... Es gibt ein Buch, das ich Ihnen unbedingt ans Herz lege. Ich kann schon wieder nicht mehr lesen. Es ist das Buch, das ich geschrieben habe. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es soll gut sein. Ja, geil. Nein, die Bibel. Vielleicht verstehen Sie dann die Zusammenhänge der Zerstörung von Springfield und der Wiedergeburt dieses neuen Springfields durch die Berührung einer höheren Macht. Ah, dann sind wir quasi die höhere Macht, würde ich mal fast sagen, ne? Ich flehe Sie an, tun Sie Ihre Arbeit. Faszinierend, aus diesem Aspekt kann ich was machen. Das wird ganz toll in mein Probeband für Guten Morgen Winnipeg passen. Seufz. Lass Brockman Eye on Springfield aufnehmen. Ja. Dann nimm du mal Eye on Springfield auf. Bitteschön. Jetzt mal aufpassen, dass wir nicht schon wieder irgendwelche Leute anklicken, sondern erstmal uns damit beschäftigen, das Geld einzusammeln. Was uns ja hier rechtmäßig zusteht. Nämlich, vielleicht in unserem Sitz erstmal hier gucken, was das Rubbellos uns heute so zu bieten hat. 500, naja, nicht das meiste, aber immerhin. Mittlerweile ist unsere Kasse auch wieder relativ gut gefüllt. Hier ist noch was mit Kanal 6, die komischen Nachrichten. Ach, die haben wir jetzt schon eingenommen, okay. Das war auch gar nicht mal so wenig, sehe ich gerade. Ach ja, und dann können wir heute mal, wenn wir am Ende der Aufnahme wieder was übrig haben, werden wir mal zocken. Ich weiß nicht genau, irgendwer meinte natürlich, man kann fünfmal zocken, bis man was gewinnt, bis man Verlust macht, weil man, beziehungsweise wenn man einmal was gewinnt, kann man viermal zocken dafür, aber man bekommt ja hier bei dem schlechtesten nur Quote 2:1, das heißt, wenn ich 2000 Sätze, ja gut, das passt auch nicht. Wieso bekomme ich Quote 2:1? Wenn ich 2000 Sätze, müsste ich dort dann 4000 gewinnen und nicht 6000. Diese Quoten hier sind irgendwie ein bisschen, obwohl, ich gewinne 4000 und kriege meinen Einsatz wieder. Auch nicht schlecht. Ja, jedenfalls, das heißt, wenn ich einmal gewinne, beziehungsweise wenn ich dreimal spiele, müsste ich nur einmal gewinnen, um das Geld wieder drin zu haben. Mit der schlechtesten Quote. Ich weiß ja mal nicht, wie oft dieser Köter überhaupt gewinnt. Naja, deswegen müssen wir mal gucken. Obwohl, nee, warte mal. Die schlechteste Quote ist ja eigentlich Hundekuchen. Bei dem kriegt man das meiste wieder. Das heißt, da müsste es eigentlich am unwahrscheinlichsten sein, dass er gewinnt. Aber der fette Köter hier oben sieht eher so aus, als würde er nicht gewinnen, oder? Naja. Ganz verstehe ich das System noch nicht hier von dieser Spielerei. So. Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben. Sind jetzt gleich soweit fertig. Warte mal, irgendwie verstehe ich das gerade wirklich nicht. So. Wenn ich das jetzt so sehe, wenn ich 2000, 6000 gewinne, das heißt, es ist wahrscheinlich, dass er gewinnt. Dann ist das aber doch nicht der beste Hund hier, der fette Sabbertyp. Dann müsste doch eher hier so ohne Chance 9:1. Wenn er ohne Chance ist, das würde eher passen, dass er, dass man da viel gewinnt. Und Hundekuchen dürfte gar nicht gewinnen, weil der ist ja so unwahrscheinlich. Das heißt, wenn ich da auf den setze, müsste ich, dann muss ich einmal gewinnen in 200.000, ne, 100 mal wetten und einmal gewinnen, dann ist das drin. Keine Ahnung. Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Wir testen das jetzt einfach gleich nochmal ein bisschen aus. Und gehen aber dann auf Sicherheit, würde ich sagen. Das ist alles ein bisschen verwirrend hier mit dieser Wetterei. So, jetzt ist natürlich hier unser komisches Gedöns auf dem Hafen fertig. Diese Malaria-Zone. Zone, Malaria Zone, Entschuldigung. Und, ja, was haben wir hier? Promenadenabschnitte, auf geht's. Ja, habe ich doch letztens. Ach, benutzen, hier ist er doch. Ich habe noch einen Promenadenabschnitt gebaut, aber den kann ich jetzt gar nicht bewegen. Benutzen. Ich kann ihn nicht schieben. Ich kann ihn nicht, ja, egal. Kann ich auch nicht ändern, dann bleibt er erstmal da, wo er ist. Was haben wir denn hier? Lass Bart nachsitzen. Das müsste Krabbel, das darf sich aufsitzen. Auf, der ist doch schon zugange. So, was ich sagen wollte, wo sind denn die ganzen Aufgaben, die noch offen sind?
Da gucken wir uns das als erstes mal an. Vielleicht kriegen wir wieder was zu bauen. Bart Simpson fehlt wieder einmal und es ist die zweitschlimmste Art des Fehlens. Er ist entschuldigt. Wir sind absolut sicher, dass die Entschuldigung seines Vaters nicht gefälscht ist. Schwer zu sagen, wo die Handschrift von Homer Simpson deutlich schlechter ist als die eines durchschnittlichen Erstklässlers. Vielleicht wäre es eine passende Lösung, bei häufigen Fehlen ein ärztliches Attest einzufordern. Gibt es in dieser Stadt überhaupt Ärzte? Errichte Dr. Hilberts Familienpraxis. 53.000? Mit 51.000? Nein. Bitte lass es noch reichen. Och, gucken wir mal. So eine miese Woche, ich hasse die Schule. Wenigstens wirst du nicht dreimal am Tag verprügelt. Mein Haus riecht nach Kraut. Ah, das wehleidige Lied des durchschnittlichen Strebers. Welch süße Musik. Ja. So, jetzt lass uns mal gucken, wie kriegen wir jetzt am schnellsten 1000 Dollar zusammen. Ohne zu zocken, dann verlieren wir es nämlich hinterher nur wieder. Ach, jetzt schon wieder an. Ah, jetzt können wir gleich was werden. Dann werden wir gleich einmal ins zweite Springfield gehen. Wenn ihr überhaupt hier wieder übrigens hört, wie irgend so ein Begaster auf seiner Tastatur rumdrischt, das ist Frederik, der nebenbei noch seine Hausarbeit schreibt. Aber der tippt hier wie so ein Geisteskranker auf seiner Tastatur rum. Das hört sich an, als ob da eine Maschine im Schrank rumballert. Ja, ich weiß es nicht. Falls man es hört. So, 53.000. Jetzt müssten wir es gleich haben. Für Dr. Hibberts Praxis. Ich weiß gar nicht, wo die hinkommen soll. Wir haben gar keinen Platz mehr, mal wieder. Vielleicht sollte ich mir mal ganz kurz, wie teuer ist das Ding? 53.500, also fehlen uns noch 400. Wir gucken mal dafür ganz kurz hier im zweiten Springfield und so. Also sorry, wenn ich dann gleich wieder nicht in der Hunderennbahn zocke, aber das Geld geht, glaube ich, wieder relativ genau flöten für das, was wir machen müssen. Oder für das, was wir brauchen für die Praxis. Das sieht fast so aus, als würden wir da wieder genau unser ganzes Geld für auf den Kopf hauen. Erstmal muss ich jetzt ja sowieso noch 400 mehr verdienen. Ich glaube, man kriegt 50 pro Dinges. Naja, müssen wir gucken. Müssen wir irgendwie 8 Dörfer oder so mal ausbeuten. So, Tingle-Tangle-Bob müssen wir noch irgendwo rumpimmeln. Den quetschen wir auch nochmal eben aus, wenn ich ihn dann finde. Da ist er. XP 25, aber wenn ich jetzt wüsste, wie viel Geld ich gekriegt habe. So, das nehmen wir noch. 50, okay. Gucken wir mal, jetzt müssten uns noch 350 circa fehlen. Dann gucken wir uns einfach nochmal zufallsmäßig irgendwelche Häuser an. Ich ratsche mal einmal hier schnell durch. Und gucken einfach mal hier bei Nils Roland. Ich glaube, da war ich schon mal. Der Name kommt mir gerade irgendwie bekannt vor. Zack, zack und zack. 10, 10, 1, 10, 5. Also wir kriegen 60, ich glaube 16. 3 mal 16 Dollar sind da 36. 54, also brauchen wir noch ungefähr 6 bis 7 Dörfchen, die wir nochmal eben ausbeuten hier. Das machen wir mal eben. Ich stelle die jetzt auch nicht ganz großartig vor. Gucken uns mal um, falls wir irgendwas Interessantes sehen, zufällig, dann, was ist das denn hier? Dr. Julius Hibbert, ach ja, guck hier, das ist das, was wir jetzt übrigens bauen müssen, bevor wir das Geld sammeln. Die Familienpraxis von Dr. Julius Hibbert und er hat auch schon hier den Hafen gebaut. Ach so, man kann das natürlich auch scheinbar in die Länge ziehen, wäre vielleicht auch eine Idee, dann müssten wir bei Gelegenheit nochmal so ein Wasserbottich kaufen. Wasserbottich, sage ich schon, Wassereimer oder Wasserparzelle. Allerdings, da die wahrscheinlich auch nicht billig sind, müssen wir uns das dann natürlich mal wieder verdienen. Und da wir das Geld irgendwie momentan immer anderweitig ausgeben, für Gebäude, müssen wir mal schauen. Also uns wird irgendwie momentan echt das Geld knapp. Ich würde auch ganz gerne mal wieder ein bisschen Land kaufen, dass man das alles mal ein bisschen entdrubbeln kann da im Dorf. Aber leider dauert das alles ein bisschen länger als geplant. Ja, nun mach doch mal hin hier, du Gaul. Foxrain BB, Level 30, ja. Viele Grüße an dieser Stelle. Zack, zack, zack. Ach, guck mal hier, das ist wenigstens kompakt alles auf einem Haufen. Alter, wird aber jemand mal ein paar blaue Häuser gebaut. Krasse Scheiße. Das lohnt sich aber, da kommt bestimmt mal gut was zusammen, immer von der Kohle. Aber auch da muss man ja wahrscheinlich wieder jede Menge Platz kaufen. Ach ja, und hier auch die Rolltreppe ins Nichts. Und so... Also das riecht auch nach
In-App-Käufen. Naja, nächste Runde. Gucken wir uns das nächste Dörfchen an, wo wir uns noch ein bisschen Geld abzwacken können bei ebenen Fieber.